Hi, herzlich willkommen an Tag 4 bei den Hexen. Ich denke, ihr wart alle schon in der World und habt vielleicht auch schon das ein oder andere gesehen, aber vielleicht ist euch doch ein bisschen was entgangen, beziehungsweise es entwickelt sich ja auch die ganze Zeit weiter. Und Namiko, Nerin und Melzai wollen euch jetzt mal mitnehmen und die Hexenassembly erkunden. Es gibt Pinguine zu entdecken, Toiletten, Geheimnisse, Memorials und lasst euch einfach mitnehmen. Viel Spaß bei der Reise. Hallo zusammen, willkommen zur Präsentation der Hexenassembly auf der Remote Chaos Experience in 2021. Hier sind Melzai und Namiko. Hi, Namiko. Und Nerin. Und wir schauen jetzt mal zu dritt, was so die Hexenassembly dieses Jahr zu bieten hatte. Wir fangen unten an und dann arbeiten wir uns von rechts nach links einmal durch. Und schauen dabei an Dingen, die die Hexen die letzten vor einigen Jahren gemacht haben und aber auch die auch neu dazugekommen sind dieses Jahr und sprechen dabei über dieses und jenes. Wollen wir mal zur Karte gehen? Gehen wir mal zur Karte? Ja. Interaktive Elemente im Work Adventure sind immer so, dass sie dann so reinsliden und wenn man in der Nähe von anderen sind, geht auch gerne mal so ein Jitsi auf. Wir haben das gerade alles geblockt, damit das nicht vom Durchlauf abhält. Aber wie ihr seht, gibt es diverse Dinge, die man bei uns anschauen kann und es gibt noch zusätzliche Quests, mit denen man Badges verdienen kann. Vielleicht gibt es ja dann am Ende auch noch irgendwann ein Feuerwerk. Mhm. Wir gehen erstmal von hier, dann nicht durchs Exit, den ihr da unten seht, schön mit dem grünen Exit-Schild, sondern wir gehen als erstes zu dem Stern, zur Podcast-Hütte. Nerin, bringst du uns hin? Ja. Such's mal, ihr müsst mitkommen. Bitte, 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 bitte. Und hinein! Und dann kann man hier herumlaufen. Ich habe manche gesehen, die vermeiden diese Teppiche. Diese Teppiche sind nichts Schlimmes. Wenn man raufgeht, kann man unsere Folgen erkunden. Zum Beispiel hier Folge 5, wo wir über unser Geekend geredet haben. Und kann dann da die Shownotes angucken oder auch die Folge direkt anhören. Und dann auch noch gucken, was so die anderen Teppiche bereitstellen. Hier ist zum Beispiel unsere Folge How to RC3 und Jade 2021. Da haben wir uns im Vorfeld ein bisschen Zeit genommen und das Programm erkundet und ein bisschen gesagt, was zum Beispiel für die RC3 sehr, sehr sinnvoll ist, wie genug Mate und Essen. Genau, Melzai hat schon unsere Pinnwand gefunden. Da stehen Themen, Vorschläge oder das ist so unsere Mindmap, was nächstes Jahr alles im Hexenwerk vorkommen könnte. Es gibt übrigens auch ein Feedback-Pad, das ihr öffnen könnt und tragt da gerne Sachen ein. Dann könnt ihr uns sagen, wie ihr so den Podcast findet und Dinge vorschlagen. Genau, das ist so der obere Bereich. Genau, es gibt da ja noch ein mit Sicherheitsband abgebändeltes Tiefengeschoss. Lass uns mal hineingehen. Ja, da gibt es keine Treppen runter voll Animation, aber die wäre sicherlich ganz nett hier. Das nächste Mal gibt es dann einen Aufzug. Genau. Das Zert hat es vorgemacht, wie man einen Aufzug baut. Ja, es ist immer schön, wenn die ersten Grafiken entstehen. Da wird man Stück für Stück wird man dann besser. Ich finde es auch ganz gut hier für die Toilettenparty gibt es dann auch gleich hier Stühle und Tische. Und bitte nicht rauchen hier. Das ist immer so ein bisschen eklig, wenn man im Keller raucht. Das ist ein Lüftungsproblem. Und wie ihr seht, sind wir natürlich feuersicher. Genau, und für Sicherheit ist überall gesorgt. Genau. Hände waschen natürlich nicht vergessen. Mhm, Mülleimer gibt es hier auch. So, noch Soundanimation. Oh je. Nein, diesmal leider nicht. kein Sound, aber die versprochenen Toiletten sind da. Ja. Letztes Jahr gab es Toilettenpartys, Sound auf den Toiletten in verschiedenen Varianten. Die Frage war halt immer nur, welche Toilette macht was. Und manchmal waren die Toiletten auch Gateways. So, können wir wieder hoch. Genau, hier kann man auf jeden Fall so ein bisschen rumchillen.
Genau, hier haben wir nämlich eine richtig schöne Bar am Lagerfeuer und wenn man da tatsächlich dann auch drückt, dann geht auch noch mal so eine Webseite auf. Mit dem Weg zu unserem Lagerfeuer BBB, Big Blue Button, wo man einfach ein bisschen rumchillen und mit Hexen rumquatschen kann, wenn denn welche da sind. Aber die letzten Abende war eigentlich immer jemand da. Gibt es noch irgendwas, was man in der Lötbar tun kann? Nee, die Lötbar ist im Wesentlichen dafür da, um vielleicht ein bisschen zu tunkeln. Aber man kann auch noch mal ein bisschen den Kabeln folgen. Hier ist nämlich noch ein Löttisch vorhanden. Genau. Oh. Und da müssen wir uns ganz doll bei Meline für bedanken, denn die hat den uns gesponsert und der macht auch ganz lustige Dinge, wenn man da drunter durchläuft. Dann erscheint Dann nämlich so kommt. ein Hut. Was soll das dann sein mit dem Hut? Man kann ihn zum Naja, Leuchten bringen. genau. Also jetzt ist ja natürlich der Hut noch dunkel, aber wenn der Strom bekommt, ne? So. Nochmal den Hut anmachen hier. Wenn der Strom bekommt, dann leuchtet der auch. Nochmal Strom. Ehrlich. Ah, jetzt leuchtet er. Wo leuchtet hier was? Also, du musst zum Löttisch gehen, den Ja. aktivieren, dann läufst du, jetzt hat schon wieder jemand anders den. Ah, dann läufst du hier hin und dann machst du die Stromverbindung und jetzt leuchtet er. Und wenn man in der RC3-Welt ist, dann gibt es dafür sogar eine Belohnung. Naja, dann. Oh, Laufen wir jemand mal will. weiter. Memorials, ne, von unten nach oben. So, jetzt sind wir bei den Memorials. Das ist ein Projekt vom 35C3 und das heißt Pandemie minus 2 Jahre. Wir müssen uns an eine neue Zeitrechnung gewöhnen. Wie man sieht, sind sie ja zum Beispiel Rosalind Franklin erwähnt, Ada Lovelace, Marie Curie, Margaret Hamilton. Jetzt können wir mal zu. Meine persönliche Lieblingsperson hier ist tatsächlich Rosalind Franklin. Ihr seht, Namikon kommt ja auch. Da geht dann an der Seite die Homepage der Hexen auf über Rosalind Franklin, wo ein kurzer Absatz aus der Wikipedia steht. Rosalind Franklin war als Wissenschaftlerin im Bereich der DNA-Forschung tätig, was bedeutet, die hat in Laboren gearbeitet, um die Struktur der DNS aufzuklären. Und ihre experimentellen Daten haben Watson und Crick letztendlich zum Durchbruch verholfen, aber sie haben sie nicht zitiert. Und sie haben erst Jahrzehnte später zugegeben, dass sie die Grundidee, die Lösung für das Problem tatsächlich basierend auf ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen war. Da haben wir also einen typischen Wissensklau, der da lief. Dementsprechend wäre es vielleicht sinnvoller, eher von Watson, Crick und Franklin zu reden. Und da haben wir Simone Giles. Namiko, ist das eventuell? Bräuchten wir Ghostrich hier? Ich weiß, Ghostrich ist, glaube ich, ein großer Fan von Simone. Sie baut Shitty Robots, wie man unschwer sehen kann. Dementsprechend könnt ihr mal schauen auf YouTube-Kanälen. Roboter, die irgendwelche seltsamen Dinge tun und zur Hälfte nicht funktionieren. Ja, und ich glaube, sie hat den Everyday-Kalender gebaut. Ein Kalender, der für jeden Tag gilt, immer. Und man kann sich selbst mit Sternchen belohnen. Reichen wir mal weiter, wa? Nehmen wir an, wir gehen jetzt in Memorial 2, nicht wahr? Ich Ja, aber glaube, diesmal, wir haben das Milch zählt. verloren. Ich komme. Der Tritt durch die Tür ist da. Da, 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 da. Das liegt an der Robe. Hört man das im Stream? Hier gibt es natürlich überall die Hintergrundmusik und hier sind gerade die Bläser am Arbeiten. Oh, wer hat denn hier Hilda Matteson hingestellt? Für die Memorials müssen wir uns bei Silvia bedanken. Die hat nämlich die wunderschönen Memorial-Hütten innen gestaltet.
Linda Matheson hat offensichtlich bei der BBC als Produzentin gearbeitet. So sieht's aus. Erinnert mich so ein bisschen an das Panel von unseren IT-Security Professionals, was heute Abend läuft. Es ist 100% Finter, ohne dass wir irgendwelche komischen Einladungs-E-Mails schicken mussten mit seltsamen Texten. Wir bräuchten da noch eine diverse Person. Und wenn man dementsprechend schaut in der Welt, dann sind sie da. Man muss nur manchmal ein bisschen genauer gucken. Und wie zum Beispiel in manchen Fällen gibt es keine Fotos von diesen Personen. Können wir hier länger bleiben? Die Musik ist so gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten weiter eilen. Ja, dann eilen wir mal weiter. Unsere Map ist noch ein bisschen größer. Ah, ja. Wir haben einen Pinguin gefunden mit einem leuchtenden Hexenhut. Ja, unsere Sticker-Pinguine, die werden auch noch mehr werden. Sag bloß, die Karte verändert sich im Laufe des Events. Ja, ja. Das Kino. Oh, lass uns erst ins Kino gehen und dann in die Ausstellung, ja? Da ist der Hexenstream verlinkt. Genau. Hier kann man sich nämlich ganz gemütlich hinsetzen, entspannen, Popcorn knabbern und unseren Stream anschauen. Und wenn wir das hier senden, dann ist das sogar Sende-Inception. Du meinst, Menschen können hier drin sitzen, während wir im Kino sind, aber gar nicht mehr da sind, weil das gestern war und nicht morgen? Genau. Oh mein Gott. Wir warten wieder auf Melzer, die mit ihrer Robe im Eingang hängen bleibt. Es ist einfach schwierig. Das nächste Mal, wenn wir auf mich warten, könntest du Namiko ja kurz mal erklären, wie das funktioniert, also dieses Work-Adventure. Die Workshop-Hütte. Meine Güte. Die ist noch kurz vor knapp entstanden. Ich wollte gerade fragen hier. Genau, hier sieht man dann nämlich, welche Workshops als nächstes stattfinden. Ja, wobei leider die Seite bei mir nicht tut. Aber diese Seite tut, wo man die Räume findet. Viele Menschen suchen ja immer die Räume der Hexen. Und die sind hier, wenn man in die Hütte geht. Zumindest kann man da dann ins BBB springen. Und man kann hier eine Mate trinken. Ja. Hätte man aber auch an der Lötbar schon tun können. Und wie man sieht, machen wir diese Aufnahme gerade parallel zum Beatboxing, Percussion Workshop und der Gruppentherapie. Ja, Utopian Hackers. Genau. Okay, endlich mal wieder gute Stimmung. Ich glaube, hier unten sind wir erstmal durch. Der Strand. Den haben wir jetzt abgeklappert. Noch ein Pinguin. Sticker. Da wirst du aber noch mal hin müssen dann in der RC3-Welt. Also, wir sind ja jetzt auf einer eigenen Instanz, damit wir nicht andere Menschen stören und aus Versehen filmen. Und ganz großartigerweise hat Namiko dafür gesorgt, dass man Fußspuren im Schnee hinterlässt. Und es macht leichte Krischgeräusche, wenn man läuft. Genau. Denn rein in die Ausstellung. Jarin, ist das deine Ausstellung? Ja, ich habe zusammen mit Pico eine Ausstellung gemacht, wie man hier am Info sieht. Es ist die Ausstellung mit dem Titel Pandemisches Lebensgefühl. Sie beschäftigt sich eben mit dem Gefühl, was so aufgekommen ist in der Pandemie. Und wenn ich das Gästebuch der Ausstellung, was man am Ende liest, richtig interpretiere, hat unsere Ausstellung auch sehr gut funktioniert. Es ist vielleicht auch ein bisschen heilsam, da einmal durchzugehen. Natürlich ein wichtige Ansage, es ist eine 2G-Plus-Ausstellung. Man wird darauf aufmerksam gemacht, dass man sich die Hände waschen sollte und Abstand halten sollte. Wie soll das funktionieren? Namiko ist gerade über mich drüber gelaufen. Naja, wir sind ja jetzt schon eine kleine Infektionsgemeinschaft. Ich denke, das ist... Hallo Namiko.
Ich habe die Impfung vom Zert bekommen. Also ich bin geimpft, geboostert, alles was geht. Genau. Ja, hier ist Raum 1. In Raum 1 findet sich ein Konferenzteppich. Gehen wir nochmal in die Konferenz. Mit Nerens 1 und 2 und Pico 1. So, was passiert denn hier? Ah, bei mir kommt es gerade nicht. Ach stimmt, das funktioniert tatsächlich nur in der World. Da sind wir ja gerade nicht. Wer auf diesen Konferenzteppich geht, nicht erschrecken. Es könnte gerade eine Konferenz stattfinden und Menschen könnten reden. Guckt einfach zu. Es funktioniert tatsächlich. Bei mir kommt es hoch. Ja, da kam gerade ein CC rum. Oh, kommt bei dir nicht. Oh, wie schade. Aber in der richtigen World passiert das. Ja, dann ist die Runde. Homeoffice. Das erste Mal draufgelaufen in dem Moment, in dem Pico mich quasi anmotzte. Ja, im zweiten Raum haben wir die Phase des Spaßes, wo zum Beispiel im ersten Lockdown so etwas wie die Museums-Challenge vom Getty-Museum ausgerufen wurde und Menschen zu Hause mit einfachsten Mitteln und manchmal auch nicht ganz so einfachen Mitteln Kunstwerke nachgestellt haben, um einfach das Museum nach Hause zu holen während des Lockdowns. Und da haben sich Menschen bereit erklärt, hier ihre Bilder zu veröffentlichen, die sie gemacht haben. Und das ist diese Ausstellung. Zwischendurch gibt es auch immer ein bisschen was zu hören, was so Inhalte vermittelt zu emotionalen Lagen, die so während der Pandemie entstanden sind. Was auch während der Pandemie immer wieder passiert, man wird daran gehindert, irgendwo lang zu gehen. Ja, es ist sehr schwierig, hier durch die Türen zu kommen, genau treffen. Und jetzt will ich doch eigentlich nur auf diese grüne Wiese hier. Hallo? Hallo? Laut Landesverordnung des Landes, in dem du dich gerade befindest, ist es leider nicht gestattet, länger im Park zu verweilen oder dich auf Parkbänke zu setzen. Aber jeder sollte sich doch bitte immer an der frischen Luft bewegen, um zu Hause nicht ganz zu verzweifeln. Und daraufhin wälzen sich zum Beispiel in Hamburg Massen über den Fußweg. Und die Sache mit dem Abstand, das hat nicht ganz so funktioniert. Im nächsten Raum haben wir die Phase der, wie beschäftige ich mich zu Hause, sehr schön an diesen Google-Trends zu sehen. Im Frühjahr 2020 piekte plötzlich in Deutschland ganz massiv die Suche nach Brotbacken. Vielleicht kennen einige das noch von Twitter, dass überall Brote aufploppten. Genau, wir haben auch ein Rezept versteckt. Ich habe auch schon erste Brote via Twitter zugespielt bekommen, die gebacken wurden. Und hier unten am Tisch gibt es noch einen, ja, vielleicht doch eher sehr tragischen Monolog über die kognitive Dissonanz, die Menschen in der Pandemie erlebt haben. Wenn euch das interessiert, geht noch vorbei und hört einmal zu. Das macht aber traurig. Wir haben bei den Hexen einen Teil, der nennt sich Backen mit Mikroorganismen. Und das Ergebnis war während dieser Phase, dass Hexen angefangen haben, sich selber Hefewasser zu ziehen. Und damit Brot zu backen, dementsprechend, das war so Level 3. Ne, wenn ihr glaubt, Sauerteig wäre, Hefewasser. Das ist nur selber Hefe herstellen, dann daraus Hefewasser ziehen und daraus dann Brot backen. Das geht dann noch bunter. In diesem Raum haben wir noch ein Video. In der RC3-Welt ist da natürlich ein Blocker vor. Man kann aber scrollen und es selbst auslösen und den Link da irgendwo drin erwischen. Und dann kann man einfach mal die emotionale Lage von Menschen während der Pandemie quasi von Angesicht zu Angesicht nachvollziehen. Wem das zu viel ist und wer vielleicht eher gerne in Richtung Märchen gehen möchte, der könnte sich auf diesen Teppich hier unten stellen. Hier wird die Geschichte Die Maske des Roten Todes von Edgar Allan Poe verlesen, was eigentlich auch wirklich einfach eine Seuchengeschichte ist. Die Welt geht zugrunde in einer sehr blutigen Pandemie und Menschen ziehen sich zurück auf den Landsitz und erleben eine letzte Party in Räumen, die aufeinander folgen, wie so eine Raumflucht. Wir fanden das sehr passend, weil wir uns ja auch in einer Raumflucht hier befinden, aus der wir vermeintlich nie herauskommen. Ja, das dazu. Literatur. Jetzt kommt man schon wieder nicht durch diese Tür. Vielleicht ist es euch aufgefallen, es wird einfach immer mehr voller in diesen Räumen. Immer mehr Pflanzen tauchen auf, so als vielleicht als Ersatzkontakt zu Menschen. Und was in der Pandemie auch immer ja so ein konstantes Thema war, ist einfach die Emotionen, die man so durchlebt hat. Dafür haben wir hier eine
ein kleines Labyrinth. Es gibt verschiedene Ausgänge. Wir gehen mal, ich glaube, den längsten Weg jetzt. Wir sind in dem Fall Neugier angekommen, wo sich Menschen darüber informieren, was passiert eigentlich. Manche driften da vielleicht in einen leichten Hyperfokus ab und konzentrieren sich nur noch auf das Thema Pandemie. Eventuell landen einige dann beim Drosten-Fandom. Und daraus resultiert oft, dass sie zu Hause bleiben. Stay Home war ganz groß. Stay Home führt zum Lagerkoller. Der Lagerkoller führt zu Sarkasmus. Sarkasmus birgt Erschöpfung. Aber auch ein bisschen Erleichterung am Ende. Bis zu dem Punkt, wo jeder feststellt, dass wir alle überrascht wurden und es ja doch irgendwie ganz anders ist. Was zu Wut führt. Was zu Vorwürfen führt. Eventuell auch zu Vertrauensverlust in verschiedene Instanzen und zu sehr viel Müdigkeit. Ja, da sind wir wieder. Wie gesagt, man kann verschiedene Wege dadurch finden. Also das waren, glaube ich, wirklich so meine letzten 2 Jahre. Ja. Und ich glaube, die Hexen haben bei Müdigkeit dann beschlossen, nee, jetzt pixeln wir uns die Welt halt schön, Punkt. Ja, und als Belohnung zum Abschluss gibt es noch ein Bällebad. Wir haben auch ein Gästebuch und das Gästebuch ist wirklich ganz hervorragend. Es haben sich echt Menschen eingetragen und schöne Sachen geschrieben. Auch ein bisschen nicht so schön im Sinne von, ja, das war ein bisschen zu realistisch. Zum Beispiel Zeile 16 ist sehr schön. Danke, I loved it, I mean, hated it, I mean, it worked. So, jetzt muss ich aus dem Gästebuch wieder raus. Ja, und dann gibt es jetzt die Option, Ausgänge zu wählen. Ich würde mal sagen, wir entscheiden uns für den richtigen, oder? Wir gehen durchs Impfzelt raus. Denn Impfen schützt. Wo ist Melzai? Langsam da. Langsam da. Also es hat auf jeden Fall Kongress-Feeling, weil dort verliert man auch immer wieder mal Menschen und begegnet ihnen dann später irgendwo anders wieder. Jetzt bin ich da. Lass uns durch den Schnee stapfen. Geht's denn weiter? Ich denke erstmal die Treppe, denke ich. Nein, die Treppe. Rechts rum. Das ist keine Treppe, das ist eine Brücke. Ja, da kommt. Und wir hätten von einem anderen Layer hochgehen müssen. Ach, das sind diese Details hier. Einmal wieder zurück hier. Oh nein, falsch abgebrochen. Hinein. Oh nein, ein Labyrinth. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Wir verlaufen uns bestimmt. Oh mein Gott. Gibt es denn auch Dinge da drin? Ja. Was machen wir, wenn während der Aufnahme jemand so zu arg verloren geht? Hier sieht man schon was. Eine Truhe, eine Schatztruhe. Oh. Ich habe da das Feuerwerk drin? Kürzest möglich gefunden. Führen hier alle Wege zum Ausgang. Wo gehen wir raus? Strand. Gibt es mehrere Ausgänge? Ich habe einen gefunden. Ja, es gibt auch mehrere Eingänge. Oh. Ich habe den dritten tatsächlich noch nicht gefunden. Uhuhu. Ihr seid zu schnell. Ihr habt so viel geübt hier. Also ich kann ja Labyrinthe richtig gut, weil ich denke darüber nicht nach. Ich laufe einfach links, rechts und irgendwann komme ich dann schon irgendwo an. Und das funktioniert erstaunlich gut. So, das hier ist aber tatsächlich auch nicht besonders groß, muss man sagen. Ja, komm hier, lass uns. Dann wird es Zeit für das Lieblingsbetriebssystem. Genau.
die Linux-Hütte. Das ist eine großartige Spende von Sonja, die hier Quizze und Tutorials versteckt hat, noch und nöcher, und Videos, und man kann viel lernen in dieser Hütte. Aber ja, auch ich lerne gerade, warum Linux statt Windows verwenden. Genau. Und genau, im Bällebad gibt es dann ein Quiz, sogar zweisprachig. Da haben sich Menschen viel Mühe gemacht, das alles zu übersetzen. Und natürlich bekommt man auch hier in der Hütte eine Belohnung fürs Dasein und fürs Gucken und fürs Lernen. Und Pinguinkraul. Mhm. Ganz viele Pinguine dieses Jahr, ganz viele Tuxe und Sticker-Pinguine und Bar-Pinguine. Und wären wir in der R2-3-Welt, könnten wir auch mit kleinen Mini-Pinguinen rumlaufen. Die Companion-Pinguine. Ja. Die im Übrigen auch die Spende einer Hexe sind. Da muss man sich dann bei Kascha ganz lieb für bedanken. Ja, wir grüßen die Hexe, die gerade die Aufnahme für uns macht. Genau. So, weiter. Genau. Der Ausgang ist noch quasi als Erinnerung an den letzten RC3, unser wunderbares Sternentor. Wir haben natürlich auch befreundete Assemblies, da gehen wir jetzt zwar nicht rüber, aber Cyber for Edo ist eng mit uns verbunden und dementsprechend haben sie auch einen Ausgang bei uns, zu dem man gehen kann und sich den anschauen kann. Und auf deren Karte gibt es auch ganz, ganz viele tolle Dinge zu entdecken. Ja, zum Beispiel eine Rallye und eine Schnitzeljagd. Genau, und an die müssen wir denken, dass wir da nochmal hingehen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ja, aber ich denke mal. Du warst schon bei Tageslicht wieder da? Ja. Also wirklich. Ja, ganz oben auf dem Hut ist etwas auch nicht Unwichtiges, nämlich die Bibliothek. Genau, da gehen wir mal rein. Das ist eigentlich ein laufendes Projekt quasi. Da müssen wir gucken, wo habt ihr denn die interaktiven Elemente versteckt? Genau, das sind auch interaktive Elemente, aber die sind so gemacht, dass du da erstmal auf die Space-Taste drücken musst. Mhm. Schau mal am unteren Rand da. Ja, bei mir ist es jetzt auch aufgegangen, solange es bei dir auch aufgegangen ist. Und zwar ist es tatsächlich, das ist so eine Mischung aus einem Workshop und auf aus einer Installation. Das ist natürlich hier virtuell, dementsprechend linken wir einfach nur auf die Bücher und die Texte und Medien, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben. Die Idee daran ist, dass wenn man sich auf einem Event trifft und die Überschrift hat feministische Bibliothek, dann fangen Menschen an, ihre Lieblingsmedien zu diesem Thema zu teilen. Und es kann über viele, viele verschiedene Inhaltsbereiche gehen. Feminismus, Rassismus, Tech, Männlichkeit, über Autobiografien oder Biografien. Es geht um Wissenschaften, Ratgeber, es geht um alles Mögliche. Ein paar Hexen haben die Seite dann schon mal ein bisschen wieder vorsortiert. Und vor allem jedes Jahr, wenn man diesen Workshop macht, verändern sich die Medien, die Menschen mitbringen und teilen wollen. Und damit sieht man auch, wenn man diese Inhalte über die Jahre hinweg sieht, sieht man, wie sich die Themenfelder entwickeln. Wie sie sich zum Beispiel weiterentwickeln, aber auch wie die Schwerpunkte sich verändern, passend zu der Entwicklung im Laufe des Jahres. Und das Spannende hier ist jetzt, dass zum einen ist das, werden die feministische Bibliothek, der Workshop, gerne mal von Finter-Personen besucht. Was bedeutet, dass andere Personen, die nicht Finter sind, können jetzt diese Liste in unserer Wiki-Seite durchschauen und sich vielleicht zwei, drei Bücher aussuchen und lesen dann tatsächlich was im momentanen Diskurs relevant ist. Das heißt, sie kriegen von Finter-Personen eine Vorauswahl, stören diese aber zum Beispiel nicht bei der Diskussion von diesen Medien. Aber ein Buch beschwert sich ja nicht bei einem, wenn man es liest und vielleicht nicht der Meinung ist. Das heißt, es ist ein super Einstieg. Und zum anderen hatten wir auf den realen Kongressen immer ein Bücherregal stehen. Leute haben also tatsächlich reale Bücher mitgebracht und da reingestellt für die Zeit des Kongresses. Und Leute, die ja bei uns am Lagerfeuer saßen, haben sich dann Bücher rausgezogen, die sie noch nicht kannten, und haben reingeschaut, ob das was für sie wäre. Und danach sind viele Leute wieder mal Bücher einkaufen gegangen.
Und so entsteht da halt wieder weiter eine Unterhaltung. Ganz besonders spannend ist es, wenn Bücher auftauchen, die von vielen abgelehnt werden zum Beispiel, dann bekommen die eine extra Ecke in der Bibliothek. Und darüber können wir dann feststellen, weswegen könnte dieses Buch ein Problem sein, weswegen lehnen wir das ab oder weswegen lehnen viele es ab, aber andere finden es gut. Und dann unterhalten wir uns darüber und tauschen Argumente aus und das bringt uns dann inhaltlich auch weiter. Dementsprechend ist die feministische Bibliothek momentan statisch, diese Liste im Internet, wie man sie hier jetzt sehen kann. Aber praktisch gesehen in den nächsten Jahren ist sie quasi jedes Mal die Zusammenfassung, die jedes Jahr gemacht wird, möglicherweise ist eine Übersicht, was momentan relevant ist und es ermöglicht anderen Menschen den Einstieg in diese Thematiken immer mal wieder. Ah, deswegen. Das hat schon ein bisschen was von Performance zu tun. Das heißt, Bücher sind tatsächlich hier haben eine lebende Komponente. Und es könnte auch möglich sein, dass man hier durch gewisse Bücherregale durchgehen kann. Ist das so gedacht? Vielleicht ist das so gedacht. Dann bist du ein Bücherwurm. Ab 3 gelesenen Büchern von der Liste. Und ich glaube, hier, das hier ist das Flow-Netzwerk nur zu Digitalcourage. Ah, ja, auf einer anderen Map, aber nicht hier. Genau. Dort kommt man dann zu Digitalcourage. Oh, hier hinten geht es ja auch runter. Aha. Ah, wir müssen noch auf Mailzeit warten. Ja, wie immer. Das ist so ärgerlich, wirklich. Also das muss ich gleich mal irgendwo loswerden. Wie, dass mein Rechner lahmer ist als deine? Ein Steh. Ja. Was ein Glück, gibt es einen Anger Drop Point. Ja, der Anger Exchange ist letztendlich eine Installation, die seit einigen Jahren läuft und das ist ja auch wie genau wie die Bibliothek ziemlich spannend zu sehen, was sich da sammelt, worüber Leute sauer sind. Was, ihr habt jetzt Warten auf Melzer reingeschrieben? Ja, danke schön. Moment. Ja. Meine Lieblingszeile ist Menschenfuchtel. Fuchtel. Ich fühle es aus dem tiefsten Herzen. Ich treffe gerne Menschen momentan, weil man so wenig Menschen trifft. Es ist großartig. Und ich muss ja sagen, wir haben das ja auch letztes Jahr schon gehabt, den Anger Drop Point. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass dort getrollt wird und nichts ist passiert. Also, dass die ganzen Menschen, die an der RC3 teilnehmen, das respektieren und keinen Quatsch damit treiben, das finde ich wirklich wundervoll. So, jetzt muss ich hier wieder in, ja, jetzt jemand. Ja, warten auf Melzer. Hallo, hallo, hallo. Was können wir denn jetzt noch hier veranstalten? Sag mal, was ist jetzt mit diesem Quest hier? Ich glaube, ach ja. Also es gibt auf jeden Fall noch 2 Sachen. Das eine hat mit Wasser und das andere mit Feuer zu tun. Könnt ihr mir das erklären? Ich habe sie definitiv noch nicht gemacht. Na, dann komm mal mit. Wenn ich hier springen könnte, also das ist das, was bei Work Adventure nicht hat. Wir brauchen dringend eine Möglichkeit, mit der Space-Taste zu springen. Na, drück doch mal Shift, dann kannst du zumindest rennen. Ist mir das zu schnell? Ich bin auch nicht mehr auf dem Headset. Ihr lauft in die falsche Richtung. Oh nein. Denn, kommt mal hierher. Was ist das? Uff. Ein rosa X. Ein rosa X. So, eine Person muss da stehen bleiben, oder wie? Ja, genau. Eine Person muss da stehen bleiben. Darin bleibt stehen. Ich laufe. Okay, Darin bleibt stehen. Hast du dein X? Ich hab mein X. Okay. Wo muss ich hin? Mir nach. Wackeln wir nochmal ein bisschen hin und her? Ich? Alle? Wuhu! Wir haben Feuerwerk und dafür kriegt man ein Badge. Das war das Fenster, was bei mir gerade reingeslidet ist. Genau. Da das wird natürlich. Einloggen.
Genau. Das wirkt natürlich noch so ein bisschen cooler, wenn es spät abends ist und es in der Hexenwelt dunkel wird und die Fackeln erleuchten. Und in der RC3-Hexenwelt werdet ihr dafür 5 Menschen brauchen und nicht nur 3. Und es sind auch nicht die Positionen, an denen wir gerade stehen. Unter Umständen nicht, nein. Oh, ihr macht das aber jetzt kompliziert. Das heißt, man muss morgen, wenn wir das jetzt ausstrahlen, wird ja an Tag 4 ausgestrahlt, nochmal extra suchen und vor allem für mit 5 Leuten, also 4 weiteren, koordinieren, dass man auf die Map geht und das findet. Arbeit. Es Nur ist im ja auch, Team. es ist ja auch Feuerwerk, also das ist ja auch was Besonderes. Ich habe aber schon von Menschen gehört, dass sie es hinbekommen haben. Gibt's noch was? Wart ihr denn schon mal schwimmen? Oder zumindestens Ja, noch so nicht. durchs Wasser patschen? Ja. Aber da sind, keine Ahnung, Heringe oder was ist da unten? Was? Hi. Und die Arme, das ist doch ein Hering. Also, ich meine, es könnte sein, dass man hier so gar nicht so richtig weiterkommt, aber hier vielleicht schon. Was habt ihr da wieder gemacht? Ich glaube, das war halt auch so ein Trend dieses Jahr. Menschen, die versteckte Labyrinthe bauen. Ja, aber ich komme euch nicht hinterher. Ah, doch, Ja, jetzt. Naja. ist ein bisschen tricky, ne? Also. Also ich muss ja sagen, ich habe es tatsächlich schon geschafft. Ich bin das schon bis zum Ende gelaufen, aber es ist. Ich habe 2 Anläufe gebraucht. Das Lustige ist, dass ich habe das ja vor Wochen gemacht. Ich weiß es selber nicht mehr. Es geht in andere Richtungen, als man zwischendurch denkt. Aber man kann sich so ein bisschen an den Meereslebewesen orientieren, denn die wird man sicherlich nicht berühren. Ja, Jetzt ich komme hat seitlich Nerin mich darunter. überholt. Es ist gerade dunkler geworden. Ja, weil, wie viel Uhr haben wir? 16 Uhr, Dämmerung. Da! Ein Schatz, ein Schatz. Und in einer Stunde wird es dann noch mal ein bisschen dunkler. Können auch so lange noch weitermachen. Oh, nee. Dann gehen sogar die Fackeln an. Ja, ich würde sagen, wir haben alle Ecken erkundet, oder? Ja, ich Vorragend. denke, wir haben alles gesehen. Das ist sehr gut. Ich werde den Weg zurück jetzt auch nicht gehen. Müssen hier noch irgendwie einen Convenience-Ausgang hinbauen. Könnte es nicht sein, dass hier tatsächlich noch sogar einer ist? Also. Könnte sein, unter Umständen. Vielleicht wird hier auch demnächst auch noch mal ein weiterer Pinguin stehen. Wer weiß? Ja, aber ich würde sagen, dann beenden wir das hier mal und machen eine kleine Abmoderation, oder? Ach, da muss ich mal meinen Big Blue Button gucken, wo ihr gerade abgelandet seid. Was? Ihr habt eine neue Insel gefunden? Okay, ich bin irgendwo anders noch. Na dann, war Also das die Hexenassembly vom RC3 2021 mit Just Another Day in Paradise, nicht wahr? genau. richtig. Es war mir eine Freude. Es war uns eine Freude. Vielen Dank fürs Pixeln. Und vielen Dank an alle Menschen, die in unseren Gästebüchern Ender Drop Points und Dingen Sachen hinterlassen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn es wieder Zeit wird, eine World aufzubauen. Wer weiß, vielleicht gibt es das ab sofort immer. Wir sehen uns bald. Tschüss! Tschüss. Tschüss!